Hallo liebe Angelfreunde, ich begrüße euch hier mit dem Andy Weil, einer Forellensee-Legende, vom Wasser heute zu einer Special-Folge von Unboxing und Gewinnen. Denn ihr wisst, normalerweise bin ich meistens alleine für die Unboxing-Folgen da. Heute habe ich hier meinen guten Filmkollegen Andy dabei. Ich überwarte dich. Ja, der wird mich heute ein bisschen unterstützen, weil er die Details weiß heute von dem, was wir vorstellen werden. Wer es noch nicht weiß, bei Unboxing und Gewinnen stellen wir in jeder Folge Tackle, Ausrüstungsteile, Köder etc. von unseren Partnerfirmen vor, mit denen wir zusammenarbeiten. Am Ende der Folge wird das Tackle dann für euch verlost. Das heißt, wir reißen es uns nicht unter den Nagel, Andy. Nein. Sondern wir geben es dann an euch weiter. Und in jeder Folge wird auch der Gewinner des Produkts vom letzten Mal verkündet. Beim letzten Mal gab es einen, wenn ich mich richtig erinnere, Rucksack für einen Spinnfischer von Ironclaw zu gewinnen. Da gibt es auch einen Gewinner, den da aber erst mehr am Ende zu. Jetzt geht es erstmal zum Produkt für diese Folge. Und für diese Folge habe ich was hier in der Hand. Ihr könnt es wahrscheinlich sehen, es handelt sich um Schnüre, genauer gesagt um Geflechtschnüre fürs Forellenangeln, fürs UL-Angeln am Forellensee. Die schimpfen sich oder heißen Spooner Bread von Iron Trout. Genau, das ist eine Japan-Schnur. Ja. Gibt es in unterschiedlichen Stärken und Farben, also 04, 05, 06. Mhm. Und die Farben haben wir gelb, weiß und grün. Ja, also ihr seht das hier wahrscheinlich schon, gelb, weiß, grün. Und in unterschiedlichen Durchmessern genau angepasst an die fürs UL-Angeln erforderlichen Durchmesser. Ganz kurz gehen wir mal darauf ein, du hast schon die Durchmesser gesagt. Warum geflochtene Schnur beim Forellenangeln mit Spoons? Ja, ist der direkte Kontakt. Du kannst weiter werfen, du hast null Dehnung. Und das ist dann alles wichtig beim Spoonfischen. Genau. Wir haben bei den, ich muss mal was zu den Klarkräften sagen. Wir haben bei der 04er Schnur haben wir 2,2 Kilo Tragkraft, bei der 005er Schnur 2,7 Kilo okay. Und 3,8 bei der 006er Schnur. Also das ist ja schon eine Menge, wenn ich das mal so, also 0,06 mit 3,8 Kilo, da kriege ich ja eigentlich fast jede Forelle mitgebändigt. Ne? Ja, das ist meistens auch viel mehr als so ein Ruder aushält. Ja, also da muss ich mir trotz dünnem Durchmesser keine Gedanken machen, dass die Schnur unter Normalbedingungen reißen könnte. Ne? Da haben wir vernünftige Möglichkeiten. Und ich sehe hier auf jeder Spule sind 150 Meter drauf. Richtig. Das reicht auch fürs UL-Angeln, weil weiter werdet ihr einen Spoon oder einen Gummiköder oder sonst was wahrscheinlich eh nicht werfen. Nee. Also weiter als 150 Meter ist nicht drin und meist auch nicht erforderlich. Also genau die richtige Menge. Du hast schon gesagt, Japan-Qualität, ne? Also sehr hochwertig. Und die drei Farben gibt es von dem Spooner Bread. Ich möchte noch kurz was dazu sagen. Nicht einfach nur die 150 Meter aufspulen, ihr braucht eine Unterschnur. Wenn die Rolle groß ist, größer ist. Ja, bei 150 Meter. Von dem Durchmesser, gibt es keine Rolle für. Ja. Und das macht mir folgendermaßen, man spult auf eine Ersatzspule, erst dieses Spray drauf und dann füllt man die Füllschnur auf, bis die Spule voll ist. Und dann wird es auf die normale Spule draufgespult. Okay. Und dann braucht man nur, wenn man das nächste Mal Schnur wechselt, braucht man nur bis zu den Knoten, wo die zwei verbunden sind, die Schnur abzuziehen, macht eine neue drauf und ist fertig. Andy, du bist genial. Manchmal. Ja, bevor es jetzt zu der Gewinnfrage geht, blende ich hier jetzt noch mal ein paar Details von der Schnur ein. Mach noch mal ein paar Detailaufnahmen, dann geht es ans Gewinn und auch an den Preis oder auch dann, wer den Rucksack vom letzten Mal gewinnt. Da habe ich aber noch was. Oha. Es gibt noch eine kleine Zugabe, weil wir sind ja kurz vor Weihnachten. Oh, Weihnachtsgeschenk. Guck mal in meine Tasche. Oha. Und zwar haben wir hier was ganz Schönes. Ja. Das sind die sogenannten Spooner-Sets. Ah ja, Spooner- und Spinner-Sets. Genau. 1, 2, 3, 5 Köder pro Box. Genau. Aber die hat der Gregor eben schon wieder in der Hand gehabt. Ja, ich konnte es ja nicht lassen. Ein bisschen durcheinander. Ja. Da ist hier oben so ein kleiner Binnuckel. Ja. Da kann man die Spoons wunderbar einhängen. Ah, okay. Dann weiß man immer von außen genau, was da drin ist. Ah, ja, das sehe ich. Klingt gut. Und die hauen wir auch raus? Die hauen wir auch raus. Na, das ist ja nett. Okay. So kann man das wunderbar sehen. Ja, ist alles sortiert. Ist halt praktisch. Praktisch, ich habe mich immer auch darüber geärgert. Ja, dass die so rumfliegen. Nee, dass wenn du diese Sachen kaufst, du hast immer, wenn du Spoons kaufst, einen Riesenberg Müll. Das stimmt. Und das haben wir hier mit den Boxen. Das ist so verpackt und fertig. Ja, super Idee. Auf jeden Fall. Du kannst wunderbar in die Jackentasche stecken. Das stimmt.
Wenn du mal am Bach bist oder so, ist das auch eine tolle Sache. Ja, und die gibt es noch zusätzlich? Beide. Ja, super. Einmal, hier sind die Spoons drin und hier haben wir halt Spinner und Props. Perfekt. Ja, da bin ich ja, also die nehme ich jetzt schon mal weg dir, damit du die nicht mehr hast. Jetzt gibt es ein paar Detailaufnahmen und dann die Gewinnfrage. Leute, jetzt habt ihr noch mal ein paar kurze Detailaufnahmen der geflochtenen Schnur hier von Iron Trout gesehen. Und bevor ich jetzt, oder bevor wir zu der Gewinnfrage kommen, zu der besonders schwierigen Gewinnfrage heute für die geflochtenen Schnüre und die zwei Sets hier, die Köder-Sets, muss ich natürlich noch was zum Gewinner vom letzten Mal sagen, vom Rucksack. Ich habe es schon gesagt, da wir die Filme jetzt ein bisschen vorproduzieren, vor Weihnachten ist immer Stress, das weiß der Andi am besten, kann ich den Gewinner jetzt noch nicht nennen. Aber es gibt ihn hier unten in der Videobeschreibung. Da steht dann der Gewinner des Rucksacks vom letzten Mal. Und jetzt kann ich zur Gewinnfrage kommen für die drei Spulen Spooner Bread. Und heute in der speziellen Folge, da stellt der Andi die Gewinnfrage. Andi, los! Ja, die ist besonders schwer. Sagt uns einfach, welche Farben gibt es von der Spooner Bread? Genau. Ich sag mal den Tipp 3. Drei Stück. Drei Stück und die richtige Antwort wie immer hier unten in die YouTube-Kommentare reinposten. Als kleinen Tipp, wir haben es am Anfang, haben wir es erwähnt. Wir haben es erwähnt, wir haben es gezeigt, also es dürfte kein Problem sein, die Frage richtig zu beantworten. Wie gesagt, richtige Antwort wie immer hier unten in die YouTube-Kommentare reinposten und dann wird die Glücksfee einen glücklichen Gewinner für die drei Spulen und die Spooner bzw. Spinner-Sets hier von Iron Trout, die packen wir noch dazu, als Weihnachtsgeschenk sozusagen. Wird es dann einen Gewinner geben und dabei wünschen der Andi und ich euch viel Erfolg. Viel Glück. Schon mal frohe Weihnachten. Genau. Und das war's dann für diese Unboxing- und Gewinnfolge. Nicht vergessen, Big Fish Media abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr immer aktualisiert seid, wenn ein neues Video hochgeladen wird. So, Andi. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Genau, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Andi macht jetzt noch ein paar Würfe und bis dahin macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.